loading up, Commander? We're gonna see if Halsey can learn to speak Guardian. I'll have a briefing for you by the time we reach San Helios. See you planet side. So, you wrote a target dossier on the Arbiter when you wrote Tony. That was 6 years ago. What's your point? You recommended assassinating him. After we killed millions of our people. So why didn't you? Things changed. The Arbiter is engaged in combat. We will escort you to him. Locke. Planet's deep in civil war. If this all goes sideways... I understand, sir. It's not my first mission that doesn't exist. Luck, Spartan. San Helios, 27. Oktober 2558. Heimatwelt. Die Gegend des Arbeiters. Savala. Arbiter has united the keeps and formed a new alliance. The Swords of San Helios. With Arbiter's victories and the death of Jewel Endama. The Covenant remnants grow desperate. They have begun an assault on Vadam lands, targeting Arbiter specifically. And Arbiter's location? You will find Arbiter at the Elder Council Chambers. Victory to clan and kin, Spartans. Maquis out. Okay, yeah. I'm impressed. Arbiter has females in his ranks. Das krass, das stimmt. War has traditionally been a male's job on San Helios. Ja, der Arbiter Abtar Al-Kaisar war, ist ja auch ziemlich fortschrittlich. Müssen wir mal so sagen. Erstmal Menschen und jetzt weibliche Eliten in seinem Team. Schon ein krasser Kerl. Kurze Erklärung. Ich nehme das Ganze jetzt hier quasi neu auf, weil mir die erste Session erstens nicht so gut gefallen hat, dann am Ende jetzt doch. Und es noch ein paar andere Komplikationen gab. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr geplant. Ich spiele das jetzt hier zum zweiten Mal. Und ja. Genau. Es ist Ah Gott. Es ist quasi auch, oder ich habe es mal ein bisschen sacken lassen, quasi das Ganze. Und das heißt, jetzt kann ich auch mal sagen, was ich dann vielleicht, was mir noch aufgefallen ist und so weiter. Und ja, wir werden sehen, was sich so finden lässt. Genau. Cooler Scheiß. San Helios ist schon cool, ne? Gut, aber ist so ein bisschen wüstenmäßig, ne? Da hinten wollen wir hin, theoretisch irgendwann mal, glaube ich. Und oh, fancy, diese Bäume. Wow. Die sehen von Weitem gar nicht so scheiße aus. Oh Gott. Ja, umsehen ist sehr wichtig, habe ich festgestellt. Immer. Sowieso. Und jetzt aktuell ist natürlich auch Fallout 4 Hype angesagt. Da muss man sich natürlich noch umso mehr umsehen. Zudem, ich immer noch nicht weiß, wo alle Datapads liegen. Und ich habe von einem sehr, sehr lustigen gehört. Ich hoffe, wir finden das. Anders wäre es vielleicht ein wenig doof. Oh, wo geht's denn hier links? Und Schädel gibt es natürlich auch noch, ne? Soll es hier lang gehen? Ja, wir nehmen uns jetzt die Zeit. Zack, jetzt hier lang. Ach, oh, hier gibt's eine Plasmapistole. Aber das heißt, hier muss doch auch irgendwo... Ah, da. Habe ich das schon gefunden? Nein, ich glaube nicht. Ist cool. Same way.
Left without honor. Okay. Wow. Ein Riesen-Elitenfuß. Kann ich mich hier so zwischen die Zehen setzen? Ja. Gehen wir lieber mal weiter. Genau, was ja auch so ein Problem war, dass ich das letzte Mal vielleicht... was mich auch geärgert hat tatsächlich ein bisschen. Aus irgendeinem Grund war alles sehr leise. Ich habe ein bisschen leise gesprochen, aber es war auch trotzdem irgendwie die Aufnahme sehr leise, was sehr komisch war. But I guess it's sometimes. Ich hole mir bald auch ein neues Mikrofon und dann schauen wir mal. Wow. Wen haben wir da? Ah, those enemies, yes. Should we attack? Just attack? Or have a plan? Okay. So viel dazu. Gott, Spartans, ihr habt das wieder versaut. Na, wir spielen immer noch auf Heldenhaft. Ja. Genau. Spirit inbound. What's nice of them to send a welcome wagon? Let the guns talk, Osiris. Let the guns talk, Osiris, yo. Ich habe irgendwie letztens gesehen, dass der Typ, der Locke gespielt hat und die Synchronstimme im Englischen, halt, aber der ihn auch im CGI, den Motion Captured hat und shit, dass der jetzt irgendwie in einer Netflix-Serie mitspielt, in dieser neuen, wie heißt die? Jace, Joanna, bla. Mit der Schwarzhaarigen aus Breaking Bad, aka Jesse's Girlfriend, aka, ich weiß nicht, wie sie heißt und ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt. Aber ich habe jetzt letztens noch den neuen Bond im Kino gesehen, der war übrigens ganz cool. Not concentrate. Und dann, ja genau, dann war sie da so und dann, neue Serie. Und ich habe ja Netflix auch jetzt wieder, tatsächlich. Ich hatte es mal, diesen Probemonat hatte ich mal. Dann hat sich es automatisch verlängert. Ich habe mich schon abgefuckt, wieder 8 Euro oder 9 Euro verloren. Und dann kam Netflix an und meinte so, yo, du benutzt es ja gar nicht mehr und wir haben es automatisch verlängert, aber das ist eigentlich gar nicht so cool. Hier, du kriegst dein Geld zurück. Ja, als ich dann ein paar Tage später gekündigt hatte und es war dann so, oh, okay, cool, nice, danke. Und ja, hat mich sehr gefreut zu dem Zeitpunkt. Und ja, jetzt habe ich es mir aber wieder geholt. Und hatte aus irgendeinem Grund nochmal einen Probemonat, egal, jetzt habe ich jetzt zahle ich es noch im November. Fuck! Nein, nicht runterfallen. Oh Gott. Nein, Bug! Gott, wer war das? Wer hat mich jetzt hier so in die Stratosphäre geblockt? Alter Schwede. Hallo? Hier müsste doch eigentlich mal was liegen, so ein Schädel oder irgendwas. Das ist so. Okay, vielleicht kein Schädel, aber mindestens so ein Audiolog, Mann. Und Netflix ist cool. Ich habe mir auch immer Daredevil jetzt mal gegeben. Ich weiß noch nicht, die ersten zwei Folgen fand ich halt cool. Ob es auf Dauer cool ist, wird sich zeigen. Das war suboptimal. Kamehameha! Ich werde sterben, oh Gott. Ich bin tot. Oh, fuck. Gott. Nehmen wir mal den Niedler mit. Shit. Da sitzt ja, ach, da sitzt eine Elite dran, ich keine Ahnung. So. Hi. What's going on with you? Boah, fuck. Oh Gott, er hält sich auch nur die Hände über dem Kopf. Fliegt nach oben. In Ionenkilometer Höhe. Dort leben die Grunts am glücklichsten. Was? Oh Gott. Ja, bist lame. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen keine Halo gespielt. Fuck! Wow. Ja, gut, Storm Rifle wollte ich jetzt eigentlich nicht so haben. Ist halt scheiße, wenn so eine Idee dann. Ah, okay, so viel dazu. Oh, da gibt's einen Karabiner, habe ich gehört. Der ziemlich fesch ist. Nein, du lässt selber da mal Ruhe. So, wir alle lieben nämlich den Avatar, weil der coole Sau ist und mit dem Chief in Halo 3 einfach gerockt hat, yo. Und auch in Halo 2 schon cool. Ja. Oh, hier sind wir noch. Guys, hey, what's going on with you? Well, warte mal. Das erinnert mich so ein bisschen an die Halo 1 Schlaganimation. Nur, dass er halt den wieder schneller in die Hand nimmt. Aber so richtig so die Nadeln einfach so. Naja, let's go on.
keep moving and so on stuff. Bodies ahead. No. She didn't say Remau. She didn't say Mute Hade. What's that, Vale? Sangili burial prayer. A warrior at birth, a warrior in death. Vale, du fängst an mir zu gefallen. Guck mal, das finde ich auch übrigens, das ist so ein cooles Detail, die rauchen so, die qualmen so, da kommt so Plasma-Dampf ist da so im Start, das sieht ziemlich nice aus. Ja, genau. So, okay, war hier nicht auch noch irgendwo ein Audiolog eigentlich? Ich bin mir nicht mehr sicher. Weil hier sind so viele Tote. Leiden. ja. I don't know. Yeah. Arbiter's an ally, so these dead here are our brothers, as far as I'm concerned. Agreed. Time for payback. Time for PBQ. Cabin opens up here. Keep your eyes out. Snipers on that ridge ahead. Stick to cover till we get them in range. Hello. Oh fuck shit. Oh god. Oh shit. So, den hätten wir. Hier sind aber noch auf jeden Fall noch mehr. Der. Oh shit. Ach da, oh. Oh, da habe ich ja. Oh. Ich habe ganz viel interpretiert. Und da. Okay, ich hoffe, das war's. Du willst scan it with this beam rifle. Beam rifle, Leute, guys. Das ist so ultimativ fett geworden. So, keine Ahnung. Erinnert euch mal an das Halo 2 und Halo 3 Beam Rifle, okay? Dann kam es ja in Reach nicht vor. Und in Halo 4 war es wieder da, war es auch schon fett. Aber hier ist das einfach so, keine Ahnung. Was hast du getan? Ich hab mich gehen lassen. Sport war nicht mehr so mein Ding. Und dann irgendwann. Ja, nö, ne? Obwohl, wir können ja eigentlich mal so ihn hier machen. Viel kühler. Viel kühler. Viel kühler ist das, Mann. Echt. Also, das kann ich mir nur empfehlen, ja. Stay cool. Always. Fuck. Okay, then let's go in, guys. So. Oh, shit. Oh. Plasma-Kester. Oh, hier kann man ja noch weiter. Well, hello. Ben. It's me. I've been wondering, after all these years, you'd like to meet Arbiter. Das müsste der Chief eigentlich singen, für den Arbiter. There's such a difference between us and a million Lichtjahre. Und dann ist er so irgendwie, keine Ahnung. Genesis voll am Start auf der anderen Seite und dann Hello from the other side. Fuck. Das war so richtig denied. Ja, Guys, ihr könntet irgendwas tun. Ich wette, das wird wieder nichts. Ja, nice. Oh, cool. Okay, ich hätte es vielleicht nicht tun sollen. Ja, so viel zum ersten Tod. Das Licht anmachen, Leute. Ich sehe gar nichts. So. Okay. Ja. Xbox. Hallo? Ah. Oh, nö. Oh, fuck. Diesmal machen wir es anders. Oh, fuck. So. That should do it. Snipen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. That's what I like to see, Lock. Wow. You're such a crazy motherfucker. ja. Diesmal stehen wir mal auf High Ground, yo. Was war nochmal Locks Lieblingsspruch hier in Halo 5? Ah ja, we need to get airborne. Also ihr müsst mal darauf achten, irgendwie so von seinen coolen One-Linern, die er sagt, ist das der, den er am öftesten raushaut. We need to get airborne, airborne, airborne. Oh, schon leer. Well, then let's go and get this plasma caster hier. Fuck. Sprinter. Puh.
Sein eigener Nate bringt ihm den schnellen Tod. Hans-Peter Zwegert. Ein alter Mann. Und doch noch im Kampf gegen den Arbiter mit eingebunden. Denn bei der Elitenfront der Allianz gibt es leider keine Rente. Warum ist Tonaka schon wieder tot? God damn it. Girl, I always said, don't go in this shit. Haben sie verloren? Aber ja, finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so schlimm, ne? So. Genau, und dann hoffentlich komme ich bald nochmal dazu, Fallout aufzunehmen. Im Übrigen, ich sag's hier auch schon mal, ich werde es in Fallout dann nochmal wiederholen. Wird das jetzt doch nicht mehr andauernd live stattfinden, weil, keine Ahnung, es macht. Es wäre schon lustig gewesen, aber es macht dann auch gar nicht so viel Sinn und ja, keine Ahnung. Dann fühlt man sich immer so gezwungen, das dann irgendwie live und überhaupt, keine Ahnung. Und ja. Über andere coole Live-Projekte machen, die irgendwie dann doch mehr Sinn machen. Fancy mit dem Wasserfall. Mhm. Ah, jetzt weiß ich auch, was die Eliten da eigentlich machen. Die stehen da so auf ihren Segways, so. Ich weiß auch nicht, was ich von diesen Swagways, diesen neuen halten soll. Also die keinen, oder diese Mini-Dinger halt, die keinen, Lenker quasi mehr haben, sondern nur noch, wo man sich einfach nur draufstellt und das war's dann so. Ich weiß nicht. Ich fände die schon fancy, man. Das ist aber sowas. Gott! Was ich mir nur holen würde, wenn ich zu viel Geld hätte, ehrlich gesagt. Aber gut. I don't know. Plop. Doch, da springt rein. Sehr gut. Ich weiß, dass du da bist. Hallo. So, du hattest einen Storm Rifle. Ah, hier. Besser als einen fast leeren Karabiner. Sag ich mal so. Oder ein Nieder, der in Stein backt. Ach, hier fließt Wasser runter. Ich dachte mir schon, wie komisch sieht das denn aus? So, wie so eine Paralleldimension. Ja, ne, wir haben ja keinen Phantom. Also ich weiß gar nicht, warum du jetzt lügst. So. Well, well. Tja. Okay, I think we will flank them! Moment. Oh, hallo, was musst du denn hier? Also wenn man mit dem Storm Rifle so ein bisschen rumburst, der Multiplayer ist vor allem echt gut gegen Shit. Hälfte! Fuck! Gott, du dreckiger! Gott! Was denkst du denn eigentlich? Fuck! So, okay, weiter geht's. Ah, wir haben einen Checkpoint, das gefällt mir. Wow, Sprayplan. Oh, sind da tatsächlich alle gestorben. Ein Heil auf Heil der Plasma-Geister. Ja, er ist wieder da. Ich hab's tatsächlich, ich will natürlich den Film aussehen. Aber, wollte doch erstmal das Buch lesen irgendwie. Also so, er ist wieder da, ist schon, glaube ich, ganz fancy. Okay. Was? Okay, I guess. So. Wo sind denn jetzt hier überall noch? Oh, Guys. Da hinten ist noch eine Elite. Fokus die mal. Ich kann dir mal hier das tolle Befehl-Feature einsetzen. Ja. Oh. Oh. Time to go in! Bam! Diese Schakale sind einfach so hilarious geworden in Halo 5. Das ist einfach geil. Grenade, hide! Now, my life is in danger! So. Tschüss. Die hat die Elite immer noch nicht angekriegt. Oh, fuck. Nein, ist.
Mann, es gibt immer eine Lösung. Naja, fast immer. Gott! Ah, shit, 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 shit. Oh, hinter mir ist noch irgendwas. Oh, fuck. Und da ist auch noch was. Oh, Gott. Oh, fuck. Sommer. Explosion! Wow. ja. Wir sind clear, Mann, Tanaka. If we lose the Arbiter, reaching the Guardian at Sunion gets complicated. Ja. Würde ich auch so sehen, ehrlich gesagt, ja. Okay, gibt's hier noch irgendwas zu holen? Bestimmt. Also, ich weiß ja nicht. Es würde mir seltsam erscheinen, wenn nicht. Oh. Oh. Komm schon. Ach, da kann da nicht. Oh, ich hasse das. Das muss ich sagen. Oh, nice fun fact, by the way. Ich bin Vale und ich... Oder was war das doch? War Vale. Und ich mach fun facts. Nee, was ich halt doof finde, dass wir auch im Koop, dann haben wir im ersten Level so eigenständig, wir haben uns halt vorher keine Videos angesehen mit allen Locations, sondern einfach gesucht, ob da irgendwo Schädel rumliegen, so, ah, da können wir es legen und es sieht genau da aus und am Ende ist es einfach nicht der Fall, weil, naja, Strifos Realis, ich dachte, hey, wir machen überall unsichtbare Wände hin, wo es eigentlich cool wäre, hinzujumpen. Naja, egal. Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause, Aufnahme-Check besser gesagt, weil hier gerade so eine ruhige Stelle ist, nicht wahr? Okay, bis gleich.